Hallo, hallo, Ben Wallen hier und heute machen wir mal was Neues. Wir beginnen eine neue Serie. Die Serie heißt Verletzung, was nun oder was tun, okay? Es ist nun mal so, dass seit 43 Jahren ich in diesem Sport tätig bin und natürlich über diese ganzen Jahre hatte ich auch einige Verletzungen von Zerrungen, Muskelfaserriss, Knochenbrüche, Sehne abgerissen und all diese Sachen, ne? Ist mir alles passiert und anderen Leuten um mich herum auch. So, und jetzt sagt ihr, ah, der Ben ist ja gar kein Doktor. Ich bin besser als ein Doktor. Oh, komm jetzt, Ben. Und ich sage euch warum. Weil ich sage euch nämlich nicht, das Erste, was jeder Doktor euch sagen wird, ah, da musst du jetzt erstmal ruhen, ne? Dann machst du jetzt erstmal eine Pause. Kriegst du mal eine Spritze oder ein paar Tabletten, ne? Und dann ruhst du dich jetzt erstmal aus. Nein, du ruhst dich nicht aus. Du brauchst dich nicht auszuruhen, ja? Je nach der Verletzung, okay? Es ist nämlich ganz wichtig, dass ihr das Blut immer wieder reinpumpt in die Verletzung, damit die sich besser regenerieren kann, ja, und die Stoffe besser abtransportiert werden. Natürlich könnt ihr nicht so schwer trainieren und natürlich müsst ihr um die Verletzung drumherum trainieren, okay, ganz wichtig. Gut, heute sprechen wir über die Zerrung, okay, jeder hat schon mal eine Zerrung gehabt, jeder weiß, wie es ist. Ah, ich sehe gerade, ich habe so ein bisschen Loch hier im Tief. Gut. Ist kein Loch, ist meine Air Condition. Okay, jeder hat mal eine Zerrung erlebt, gehe ich mal von aus. Und je älter wir werden, desto mehr empfindlich sind wir für diese Zerrungen, ja. Aber da ist auch noch etwas anderes, das werde ich euch gleich erzählen. So, Zerrung. Sagen wir mal, ihr macht jetzt eine Übung wie Kniebeugen, okay? Und ihr geht jetzt runter und bei der dritten oder vierten Wiederholung spürt ihr so einen Schmerz, so wie so ein, entweder so ein Messerstich, ne? Oder vielleicht auch so ein ganz extremes Brennen, was nur an einer Stelle ist oder so ähnlich. Ihr wisst, oh, etwas ist nicht in Ordnung. Was ihr machen müsst, das ist ganz, ganz wichtig, sofort aufhören mit der Bewegung, okay? Nicht pushen, nicht noch eine Wiederholung machen. Nein, 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 nein. Sofort aufhören. Gewicht rein. Okay? Und dann macht ihr Folgendes. Und jetzt denkt ihr, oh, der Ben ist bekloppt. Dann wartet ihr 2-3 Minuten. Okay? Und in den 2-3 Minuten, da haut ihr da mal drauf. Was? Was redet ihr für ein Scheiß? Sagen wir mal jetzt, ne? Ich stehe jetzt mal nicht auf. Das ist jetzt mein Bein. Dann haut ihr da mal so drauf, ne? So, richtig hart oder mit der Faust. So eine Minute lang. Genau da, wo es wehgetan hat. Richtig hart. Und ihr wartet 2-3 Minuten, okay? Und dann geht ihr wieder unter den Kniebeugenständer. Und dann versucht ihr es nochmal. Und in 80% der Fälle könnt ihr weiter ganz normal Kniebeugen machen. Oder jede andere Übung. Kommt drauf an, was ihr gerade macht. Das habt ihr auch noch nicht gewusst, ne? Ist aber wahr. Manchmal ist das auch sowas wie ein Phantomschmerz oder Nerven, die sich da bewegen, verschieben, was auch immer. Besonders wenn ihr älter seid, so 50 oder über 45, 50 oder so wie ich, 60, dann habt ihr manchmal die komischsten Schmerzen. Dann denkt ihr, oh mein Gott, ich reiß mir jetzt gerade den Bizeps ab. Nein, aber ihr müsst aufhören, in diesem Moment, wo ihr das Gefühl habt, sofort aufhören, nicht weitermachen, keine Wiederholung, keine Halbe, sofort aufhören, ruhen, 2-3 Minuten, draufhauen für eine Minute und dann geht es weiter. Und wie gesagt, in 80% der Fällen seid ihr okay. Wenn aber ihr nicht okay seid, sagen wir, gehen wir zurück zur Kniebeugen und ihr versucht die erste Wiederholung und es ist derselbe Schmerz, dann ist der Kuchen gegessen für den Tag, okay? Das heißt, ihr habt eine richtige Zerrung. So, jetzt könnt ihr aber versuchen, die nächste Übung zu machen, welche das auch immer ist.
Manchmal kann man manche Übungen nicht machen und andere kann man machen. Man spürt überhaupt nichts. Wenn ihr aber ein bisschen spürt bei einer anderen Übung, vergesst es, geht zur nächsten. Wenn ihr da was spürt, vergesst es, geht zur nächsten. Bis ihr eine Übung findet, wo ihr nichts spürt. Und wenn es jede Übung, wenn euch jede Übung wehtut, dann ist der Tag vorbei für diese Muskelgruppe, okay? Natürlich könnt ihr da noch was anderes trainieren. Aber für diese Muskelgruppe ist vorbei. So, hier ist, was ihr macht. Die ersten 3 Tage nehmt ihr Ibuprofen. 400 Milligramm, 3-mal täglich im Abstand von 8 Stunden. Okay? Ganz wichtig für 3 Tage. Außerdem, Eis. Ihr braucht Eis. Auf die Wunde direkt, ach, Wunde ist keine Wunde. Auch auf der, da wo es weh tut, direkt drauflegen. Okay? Aber nicht länger wie 15 Minuten. Mehr so 10. Okay? Aber macht es like 3, 4, 5, 6 Mal am Tag. Das ist okay. Aber nicht länger, weil ihr könnt eure Nerven kaputt machen, wenn ihr das Eis zu lange drauf hält. Die frieren ein. Ja? Und dann verliert ihr Gefühl in den Muskel. So, 10 bis 15 Minuten ist das Maximum. Auch für die ersten 3 Tage. So, nach den ersten 3 Tagen macht ihr was anderes. Erst einmal Massage. Deep Tissue. Wie heißt das auf Deutsch? Naja, ganz feste. Ihr wisst, was ich meine. Deep Tissue Massage. Es muss richtig wehtun. Oh, shit. Oh, scheiße. Es tut so weh. Okay? Ganz, ganz wichtig. Ja? Jeden 2. Tag Deep Tissue Massage. 15 Minuten an der Stelle. Tut weh wie scheiße. Wird euch super helfen. Und dann Wärme. Wisst ihr, so ein Wärmekissen, es gibt ja diese Wärmekissen, die kann man so mit Wasser und dann in die Mikrowelle machen und dann wird das ganz heiß und dann legt ihr das drauf, ne? Wo auch immer eure Verletzung ist, okay? Gut, wenn es kommt zu Rückenverletzungen, ganz besonders der untere Rücken, wenn ihr euch da zerrt, ja, ist das was anderes, dann lasst das Eis weg. Der untere Rücken ist ganz empfindlich für Kälte, ne? Macht vielleicht 1-2 Mal am ersten Tag so 5 Minuten Eis auf den Rücken und dann fangt ihr schon an mit Wärmekissen, okay? Aber auch das Ibuprofen nehmen. 3 Tage, 3-mal täglich, 400 Milligramm, okay? Ganz wichtig. Und das nächste, was ihr machen müsst, nach den 3 Tagen, wenn ihr anfangt mit der Massage, ist Stretching. Aber vorsichtig, nicht rumbouncen und wippen und ganz vorsichtig stretchen in die Verletzung, okay? So, alles wird mehr frei. Und dann solltet ihr nach 4-5 Tagen total okay sein. Wenn ihr nach 4-5 Tagen nicht okay seid, dann habt ihr was Schlimmeres, wahrscheinlich ein Muskelfaserriss. Aber darüber sprechen wir dann ein anderes Mal. Außerdem, wenn ihr jetzt am nächsten Tag ins Studio geht und jetzt eine andere Muskelgruppe trainiert oder wie auch immer, okay, ist alles okay, geht trainieren, gar kein Problem. Aber wenn ihr dieselbe Muskelgruppe wieder in Anspruch nimmt, selbst 2-3 Tage später und das immer noch ein bisschen wehtut, was wahrscheinlich der Fall sein wird, nehmt leichte Gewichte, pumpt das Blut nur da rein, 20, 25, 30 Wiederholungen machen, okay, ganz leicht. Und es wird nicht schlimmer werden, ich verspreche es euch, ja? Leicht, wie gesagt, das Blut reinpumpen, dann wird das alles schön besser zirkuliert und der Heilprozess geht schneller. Okay? Gut, das war Teil 1, Verletzung, was nun? Ja, von Dr. Ben. Ja, ich bin kein Doktor, ganz klar. Aber wie gesagt, ich habe in manchen Dingen, wenn es kommt, wie gesagt, zu Verletzungen oder auch anabolischen Steroiden, natürlich viel mehr Erfahrung als jeder Doktor. Ja, mein Wissen, wenn es zu sowas kommt, ist viel größer. Okay? Weil ich mich ganz speziell damit beschäftigt habe in den letzten 43 Jahren. Okay? So glaubt's mir. Probiert das aus, den Tipp bei einer Zerrung, den ich euch gerade gegeben habe, und es wird ganz schnell besser werden. Verspreche ich euch. Okay? Bis zum nächsten Mal. Teil 2 der Verletzung. Was nun? Was tun? Euer Ben sagt. Out.